Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map 1.9 ohne Gräben. Wir sind dabei, Feld 26 anzusehen und Feld 5. Feld 26 sind wir fast durch. Es fehlt also noch, fehlen noch so irgendwie anderthalb Runden Vorgewände. Und da haben wir ja zwei Maschinen, zwei Traktoren eingesetzt. Einmal den 8530 John Deere und hier meinen Axion 900. Und das muss ich sagen, funktioniert blendend. Also wirklich, ich bin begeistert, wie das funktioniert. Ich muss jetzt hier gerade mal auftanken. Dass wir hier klar, ich weiß. Ich stand scheiße. Ist richtig. Ja, hier, der Johnny ist fertig. Den kann ich da gleich abziehen. Hier baue ich mir übrigens meinen Altersruhesitz. Nein, Quatsch. Da sieht man dann schon, wo wir stehen. Und dann setzen wir hier mal den Abfahrer ein, also den Helfer, wie auch immer. Nur eben gucken, ob er die Kurve hier schafft. Ich weiß nicht, wo er jetzt ganz hin will, aber... Naja gut, das hat damit zu tun, dass ich ihm einen großen Wendekreis eingetragen habe wahrscheinlich. Ansonsten muss ich sagen, bisher bin ich extrem zufrieden, wie das hier mit zwei Maschinen auf dem Feld geht. Also wirklich. Gut, dass wir jetzt hier aus Versehen alles Hafer anpflanzen und nicht irgendwie was anderes. Das ist jetzt doof gelaufen, aber... Ja, schön. Hat er gemacht. Fahrer entlassen. Kurs löschen. Hafer ist noch fast voll. Dann können wir auch abfahren. Wir zwei. Er hier und mein MB-Truck zum Auffüllen. So, na, der fährt natürlich nicht so schnell, vielleicht hätte ich den MB-Truck vorwegfahren lassen sollen. Aber egal.
Das ist Feld 12, da müssen wir hin. Dafür gibt es schon Kurse. Dafür gibt es schon Kurse. Ja, dann nähern wir uns jetzt auch mit großen Schritten dem Ende. Also nicht dem Ende der Ferien, sondern dem Ende der Sä-Phase. Sodass wir dann bald sagen können, wir schalten das Fruchtwachstum wieder ein. Und dann geht's auch los mit kümmern wir uns um die Fabriken, um die ganzen Produktionen. Ja, kommt mein MB. Ja, da kommt mein MB. Brettert mir voll hinten drauf. Nee, doch nicht. Am ersten B. Ja. Ich doof. Muss auch hingucken, was man macht, ne? Abfahrer einstellen. So, du kannst da. Nein. Halt. Abfahrer entlassen. Nicht schon wieder Hafer pflanzen. Was nehme ich denn hier? Was pflanzen wir denn hier jetzt an? Kann ich nicht auch schon wieder Roggen anpflanzen? Sonnenblumen? Sojabohnen. Sojabohnen habe ich noch nie angepflanzt. Kann ich ja mal machen. Ja, was auch immer der macht, der wird gleich losfahren. Ich schau mal eben hier das Überladerohr an. Sozusagen. Mal hier in den Glas rein. Oh, der fährt. Schön. Das macht Feld 5. Naja, noch sieht's gut aus. Dann ist der jetzt wieder dran. Ebenso die letzten Reste Weizen da wegholen, die noch vorm Silo liegen, und dann den Kurs einfahren. Jetzt ist hier alles weg. Sehr schön, sauber. Dann können wir uns nämlich gleich ans Kurs einfahren machen, endlich.
So. Ich will mal hier irgendwie so halbwegs mittig vor. Mal eben schauen, was der hier. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Tutorial vom Positionen beladen. Also jetzt muss ich erstmal die Position zum Beladen einstellen. Okay. Transport. Okay. Vorabladen, okay. Okay. Na komm, lass mal 3 Meter. Ja, den Class Axion gucke ich mir gleich an. So. Pausenpunkt. Jetzt sagt er ganz bis zum Ende durchfahren. Was noch so ist. Das kann doch eigentlich nichts werden hier. Aber ob das was wird oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge und nicht mehr in der hier. Also, hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar oder ein Abo, wenn ihr mögt. Kommt mich bei Facebook besuchen. Kommt mich auf meiner Homepage besuchen, Friesenjung13. Und schaltet bei der nächsten Folge wieder ein.
dann seht ihr, ob mein Kurs hier funktioniert, den ich hier gerade ausgedacht habe. Zum Befüllen der BGA. In diesem Sinn sage ich ciao.